Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute wollen wir uns ganz kurz angucken, was man unter sogenannten Inline-Styles und Inline-Templates versteht. Und das Ganze ist eigentlich sehr, sehr einfach. Man muss nur wissen, dass es wirklich so heißt, damit man auch später weiß, von was überhaupt die Rede ist. So, wir haben aktuell das Ganze so, also das ist der Standard, wenn ihr eine neue Komponente kreiert, dann wird auch automatisch hier eine HTML- und eine CSS-Datei mit kreiert. Und hier drin wird jetzt einfach nur auf diese HTML bzw. CSS referenziert. Und das bezeichnet man als externe Templates bzw. externe Styles, je nachdem, auf was sich bezieht. Templates sind die HTMLs, Styles sind eben die CSS, wer hätte es gedacht. So, und inline geht jetzt relativ einfach. Wir haben hier einfach keine URL mehr und wir haben hier, ja, unten auch einfach keine URL mehr. Achtet hier auf das Plural S, Styles sind mehrere, sondern wir haben hier einfach nur das Ganze direkt definiert. Das heißt, ein Inline-Template sähe dann hier wahrscheinlich so aus. Wir wollen zum Beispiel eine Überschrift angeben und sagen hier Hello World. Ups, World. Ich kann nicht tippen heute, offensichtlich. Und 42, weil es so toll ist. So, und ein Inline-Style wäre dann hier einfach sowas wie H1. Achtet darauf, dass die Array-Klammern hier bleiben. Das heißt, wir haben hier Styles als Plural, weil wir sozusagen mehr als nur einen Style haben. Immerhin haben wir hier ein Array, deswegen, ja. Okay, H1, Font-Size, wie viele? 5 zum Beispiel. Okay, und wenn ihr jetzt einen zweiten Style angeben wollt, dann ist ganz wichtig, dass ihr das Ganze hier mit einem Komma trennt. Achtung, der String hört hier auf. Also das ist wirklich ein neuer String, den wir jetzt hier machen. Und dann nochmal sozusagen irgendwas angibt, was ihr wollt. Zum Beispiel Font, ups, eieiei, Font-Size, Doppelpunkt, 3em. Und das war es eigentlich auch schon hier. Und jetzt haben wir das Ganze automatisch, nicht mehr extern, sondern halt inline. Das heißt, es findet sich jetzt hier alles in unserer TypeScript-Datei wieder. Das ist nicht ganz so geil, wenn man es hier nicht so gut lesen kann. Also finde ich persönlich, ich habe es ganz gerne extern und weiß dann, was ich habe. So bleibt das hier einfach weg. Aber ja, es funktioniert natürlich genauso. Wenn wir uns jetzt die Seite angucken, dann merken wir außerdem, dass wir hier nicht aktualisieren mussten. Das Ganze hat sich für uns automatisch aktualisiert. Das heißt, alles ohne Probleme wird automatisch gemacht. Was wir auch noch sehen ist, dass sich dieser Style, das habe ich glaube ich letztes Mal schon angedeutet, dass sich dieser Style, den wir hier angegeben haben, nur, also egal ob inline oder nicht inline, völlig egal, der Style bezieht sich nur auf diese Komponente. Das heißt, die Überschrift H1 ist von dieser Komponente jetzt 5em, eine H2 haben wir nicht. Und diese 5em beziehen sich auch wirklich nur auf diese H1 hier, da wo wir es eingebunden haben. Das hier ist auch eine H1, die ist immer noch kleiner und hat sich nicht verändert. Eigentlich eine ziemlich coole Sache und ja, so soll es natürlich auch sein. Okay, und das war es jetzt erstmal schon wieder. Das ist im Endeffekt Inline-Style, Inline-Templates. Wie gesagt, es ist euch überlassen, ob ihr es inline macht oder ob ihr es extern macht. Sind halt mehr Dateien, wenn ihr es extern macht, aber wenn ihr es inline macht, dann habt ihr halt einfach eine größere Datei, die vielleicht nicht ganz übersichtlich ist. Kommt vielleicht auch immer drauf an, wie groß und umfangreich eure Komponente ist. Wenn es jetzt nur ein Tag mit irgendwas drin ist, dann kann man sich vielleicht überlegen, ob man es inline macht, aber sobald es mehr ist, würde ich es vielleicht auslagern. So, und natürlich geht das ganze Ding auch, wenn man Teile davon auslagert, also sowas wie Inline-Template und externer Style. Und dann haben wir hier eben Style-URLs, ups, und haben eben CSS ausgelagert, aber das Template an sich ist inline. Also es geht natürlich beides, so wie ihr es eben braucht. Okay, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.